Wir sind hier auf der Bertha Benz Challenge, die Mittagspause. Da habe ich mir eine neue Ministerin geschnappt. Ich stehe jetzt hier mit der Frau Ministerin Krebs und wollte Sie mal fragen, wie ist das denn so, wenn man von einer Autobloggerin chauffiert wird? Es ist toll, also spannende Unterhaltung und demnächst eine neue Facebook-Freundin und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, ansonsten E-Mobilität, großes Thema. Was steht demnächst an? Also wir wollen gucken, dass wir in Baden-Württemberg viel E-Mobilität auf die Straße kriegen, dass wir es in die Fuhrparks kriegen, dass man merkt, dass hier in dem Land wirklich an der Zukunft schon gebastelt wird und die Realität wird. Ja, und die Bertha Benz Challenge, wie sind Sie da überhaupt drauf gekommen, da mitzumachen? Ja, wir sind eingeladen worden mitzumachen und waren dann natürlich sofort dabei, ich mit meiner Kollegin, dachte mir, ist eine super Sache und dann war dazu natürlich noch als zwei Ministerinnen auf den Spuren von Bertha Benz. Bessere Chance kann man sich ja nicht wünschen. Ja, und dann habe ich gehört, Sie wollten dann auch gern noch die dritte Frau im Bunde haben, eine Bloggerin, nämlich mich. Wie kam das zustande? Ja, weil ich habe ja nie einen Führerschein gemacht und fahre ansonsten auch E-Mobil, aber halt als Zug. Deswegen brauchte ich ja jemand und das war doch super dann, weil mein gutes Frauenteam. Ja, finde ich auch. Hat super viel Spaß gemacht. Ja. Ich denke mal, wir werden uns auf Facebook dann noch ein bisschen austauschen, bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Mir hat super viel Spaß gemacht und ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Danke.